Wir haben einiges nachzuholen in Paper Mario The Origami King und damit willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Paper Mario The Origami King. Schön, dass ihr heute wieder angeschaltet habt in dem Part. Ich weiß es nicht mehr, wo wir vor leider schon 2 Wochen aufgehört haben, weil nach 4 Parten hatten wir irgendwie erstmal aufgehört. Was mich nachher dann doch ein bisschen ärgert. Richtig, wir waren hier im Flüsterwald unterwegs und dann weiß ich jetzt nicht mehr, was wir machen müssten. Aber keine Angst. Wir können das da irgendwie herausfinden. Knopf ist. Mit irgendeiner Taste könnten wir doch hier mit der, genau, könnten wir nämlich hier unseren kleinen Gehilfe holen, der uns tatenkräftig dabei unterstützen kann, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Haben wir gerade das Gedeinkorn bekommen, damit päppeln wir den Baumopa wieder auf. Ob der überhaupt eine Pappel ist? Ach ja, wir mussten zum Thais gehen, da war ja was. Das war eine Vermutung von mir. Wir hatten da so ein versrumpeltes Korn bekommen, mit der Information, dass man das mit Thais wieder, wieder einfach schön machen kann. Und dann war das, was ich mir jetzt dabei gedacht hatte, dass man das einfach zum Thais bringt. Und dann wird das Ganze wieder schön. Das war aber nur eine Idee von mir. Ob das jetzt auch funktioniert, ich weiß es nicht. Das ist eine Sache, die wir jetzt vermutlich einfach, sehen werden, ob die funktioniert. Kann sein, kann nicht sein. Bald werden wir es auf jeden Fall sehen. So, und wir tun... Ich wollte eigentlich nicht pressen mit dem Baum, aber egal. Die Quelle haben wir nicht gesehen. Wie, nein. Ich wollte den Hammer holen. ist mal auch ein bisschen lost hier gerade mit der Steuerung. Weiß gerade eigentlich gar nicht, weshalb ich so lost bin. So, ihr wisst nämlich wieder, dass es schön grün wird. Grün ist nämlich wichtig, perfekt. So, da wird gleich irgendwas Interessantes drin sein. Die Guppas, so ein Kämpfen, die kann man alles umgehen. Die kann man so machen, wenn man es lustig ist. Ja. Kann man aber auch sein lassen. Aber komm, wir machen mal wieder ein, weil wir sind heute einfach mal lustig. Wenn ihr es seht, dürfte es der 31.07. sein, lul. Da kommt das selbst ja nur ein Part online. Was wollen die hier eigentlich gerade von mir? Ja, ich habe irgendwas, irgendwie habe ich diesmal, ich habe diesmal irgendwie nicht gerallt, was die wollen. Die Aktionsanzeigen. Okay, nee, diesmal habe ich das nicht gerallt. Hallo? Ist einfach gerade ein bisschen von mir abgeschmiert. Keine tolle Geschichte. Wie ist das ausgegangen? Wartet mal geschwind, Leute, es ist. Man muss auch nicht alle verstehen, zumindest nicht, weshalb es einfach mal Bildschirm ist einfach verabschiedet hat. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, das wird hier mega schief gehen, aber. Das wird nicht massiv gehen, dann ist einfach für das falsch angegangen. Weiß noch nicht, wie wir es hätten machen müssen. Ja, das reißt eigentlich schon, dann sind die auch weg. Also das war jetzt nicht so groß, das Ding.
Ja, was in der Tat nicht so wild, also es war keine große Sache. Haben wir doch den Kampf so mal gut wieder hinbekommen. Und siehe da, was wir hier haben. Eine Satztruhe. Mit einem Pilz. Die Pilze sind doch durchaus immer eine tolle und auch durchaus sinnvolle Geschichte. Also perfekt, dass wir hier die Pilze bekommen haben. So, jetzt haben wir die Pilze. Jetzt ist trotzdem nur die Frage, scheiße, wo müssen wir hin? Hm, das ist doch die Quelle, die wir gesehen haben. Wenn ich nur in ihrer Nähe stehe, fühle ich mich schon viel, viel ruhiger. Normalerweise würde ich ja sowas ja nicht vorschlagen. Aber vielleicht sollten wir etwas hineinwerfen. Das würde Sinn machen da mit dem Korn. Wenn nicht, hieß es, dass im Wasser wieder schöner wird. Oder ist einfach weg. Aber nein, letztendlich, das funktioniert. Hast du da nicht etwas vergessen? Ja, ich wollte das Ding ja nehmen und untersuchen, aber egal. Ein frischbelebtes Korn für Gevaters dumpfen Trunk. Hast du das gehört? Ich glaube, das könnte Gevaters dumpfen Trunk gewesen sein. Er kam mir etwas Wächliches vor, als wir mit ihm geredet haben, aber das war kein Wächliches. Oh nein. Ob es ihm wohl gut geht? Ja, ich weiß, wir müssen dahin. Aber, ich will erstmal die Dinger wieder beleben. So viel Zeit muss jetzt sein. Das ist auch wichtiger wie alles andere. Aber wir haben jetzt gesagt, Items hier. Wenn ich hier alle gefühlt gerade Amok laufen. So viel Zeit muss nämlich sein. Selber mit einem Strumpelpilz haben wir dann auch wieder so eine Malerpilzform. Was da für uns durchaus hilfreich ist und vielleicht auch gar nicht mal so dumm ist, deshalb nehmen wir den. Dann gehen wir doch wieder zum Gevater nach hinten. Das habe ich ein schneller. Ich will eigentlich immer sprinten. Dann merke ich, der Kacke hat keine Sprinttaste hier. Was belastend ist. Gibt es die irgendwo? Bin einfach nur so lost. Nee, ich glaube, es gibt erst keine. So, da werden wir. Ach, das speisen wir jetzt einmal geschwind. Immer wieder das Wissen drin. Das Wissen, du speisst ist keine dumme Sache. Falls immer irgendwas aber immer Donnen speichert oder so. Sade das nie. Oh mein Gott. Du liebe Güte. Ich kann gar nichts hinsehen. Der Ärmste, er ist völlig ausgehöhlt. Wie ein halbfertiges Bastelprojekt. Unglaublich, dass diese furchtbaren Dinger Gevaters dumpfen Trunk das angetan haben. Aus denen sollte man Sägespäne machen. Gevaters dumpfen Trunk? Können Sie uns hören? Das sieht gar nicht gut aus. Seine Mimik war immer schon etwas hölzern. Ha, aber es wirkt hier wie ausgehöhlt. Also diese Wortwitze in dem Spiel. Also, das ist das Schubladegefühl. Oh. Ich habe eine Idee. Sieh dir Gevaters dumpfen Trunks Gesicht einmal ganz genau an. Sieht das nicht genauso wie eins von diesen Löchern aus? Schnipsel. Ja, auf die Idee kam es auch schon, so gedankenlos, so ein Ossetialog. Und oh Wunder. Es funktioniert. Da braucht man halt ein paar mehr. Und schon ist er wieder da. Was ist passiert? Hat es angefühlt, als hätte wieder so ein Jungsbund an mir herumgesägt. Hab ich das nur geträumt? Da hat mich wohl einfach mein Gedächtnis im Stich gelassen. Hoch. Alle meine Herren, Gevaters dumpfen Trunk ist wieder da. Mal sehen, Schnauzer ist da. Bissige Augenbraue auch da. Gevaters großen Trunk ist zurück. Astrein. Es wirkt immer noch abgestumpft. Aber das ist als ausgehöhlt. Aber das ist besser als ausgehöhlt. Wir haben unseren verehrten
Ältesten zurück. Gut. Jetzt ist er nicht mehr ausgehöhlt. Aber so energiegeladen sieht er irgendwie immer noch nicht aus, oder? Oh, hast du was vermisst? Ja, dein Korn. Wirkt es? Wie fühlen Sie sich, Gevatter Sümpfentrunk? Irgendwas passiert da. Aufgepasst. Oh, geht's los mit dem Musical? Wahnsinn! Das hatte ich nicht erwartet. Sie sehen wirklich gut aus, Gevatter Sümpfentrunk. Ich freue mich so für Sie. Yeah, das habe ich gebraucht. So ein kleines Korn und schon fühle ich mich frisch begrün und könnte auslagen wie im Frühling. Wie ein junger Süßling. Ich sehe keinen Grund, euch noch länger aufzuhalten, außer ihr wollt euch unseren Song nochmal anhören. Börse macht Platz für meine Snowberzer Lipgast und seine reizende Begleitung. Sehr witzig. Klasse, jetzt können wir unseren Weg zurück im Pilzpalast fortsetzen. Beeilung, Mario, es macht mir immer noch richtig viel Sorgen um deine grüne Verwandten. Auf Wiedersehen, Gevatter Sümpfentrunk. Freut uns, dass wir helfen konnten. Hier ist gerade aber noch richtig so ein Party. Mit Fortschlagen an diesen richtig schönen Partygrund werde ich den Part auch beenden. Ich bedanke mich herzlich beim Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!